Im Studio ist mein Kollege Gunnar Breske, der sich schon länger mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Gunnar, dieser Rechtsextremismus in einem kleinen Ort bei Gotha, warum ausgerechnet dort? Was sind die Hintergründe? Also im Mittelpunkt steht nach unseren Recherchen diese neu erworbene Immobilie in Ballstedt, die von polizeibekannten Rechtsextremisten wohl erworben wurde. Und diese Personen sind einigermaßen deckungsgleich mit Rechtsextremisten, die auch in Krawinkel, einem kleinen Ort bei Eisenach, eine Immobilie erworben haben. Und das Landeskriminalamt in Thüringen hat an beiden Immobilien Hausdurchsuchungen vor Monaten durchgeführt und dabei Maschinenpistolen gefunden, Handfeuerwaffen und Totschläger. Und man hat auch eine Person festgenommen. Und nach unseren Recherchen gibt es auch Verbindungen ins Ausland. Da gibt es Schnittmengen mit der organisierten Kriminalität. Mhm. Nun heißt es ja, einige dieser Rechtsextremen seien namentlich bekannt. Was wissen Sie darüber? Also bestimmte Personen haben bereits auch schon im Internet, auf einschlägigen Seiten, aber auch auf ihren Facebook-Profilen mit Waffen posiert und das Ganze mit dem Stichwort NSU Reloaded, also neu aufgelegt, verziert. Darüber hinaus gehört zu diesem Umfeld eine rechtsextreme Band, eine Musikgruppe, die sich offen zu Ralf Wohlleben, einem der Angeklagten des NSU-Prozesses, äußert und hier Solidarität fordert. Und dieser Personenkreis hat auch bereits in Thüringer Zeitungen eine Anzeige geschaltet und dabei Freiheit für Wolle, wie er in der Szene genannt wird, gefordert. Informationen von Gunnar Breske. Vielen Dank.